Herzlich willkommen zum großen Express-Meinungstrend, der Meinungstrend für Selberdenker. Wie immer wurde in Zusammenarbeit mit dem INSA-Institut 1000 Österreicher befragt zu Themen, die Österreich bewegt im Zeitraum vom 2. bis 4. Mai. Das heißt, sehr, sehr aktuell. Und umso mehr freue ich mich, auch unseren Express-Chefredakteur Richard Schmidt im Studio begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Altea, und natürlich danke an alle Zuseher, dass Sie wieder dabei sind bei unserem großen Meinungstrend. Das ist ja immer ein Highlight. Jedes Monat haben wir da die aktuellsten Daten. Und was ja bei uns besonders wichtig ist, wir verlassen uns nicht auf ein heimisches Meinungsforschungsinstitut, sondern geben das INSA, damit ja nicht der Anschein ist. Wir haben ja da einiges erlebt in der Vergangenheit, so bei manchen anderen Medien mit Umfragen und wie die manipuliert worden sind oder was da alles getrickst worden ist. Wir wollen das ganz super sauber haben. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir beide wieder hier sitzen und diese Themen besprechen können. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es hat sich ja innenpolitisch irrsinnig viel getan. Wir haben auch die Landtagswahl in Salzburg hinter uns und wir haben eine kleine Gruppierung in Österreich, die so ziemlich vielen Österreichern auf die Nerven geht. Ja. Also ich würde mal sagen, legen wir los. Wir legen mal los mit der absoluten Politikbombe dieses Monats. Die FPÖ ist jetzt bei 30% in dieser neuen INSA-Umfrage. Vielleicht zeigen wir es jetzt einmal her. Also 30%, nochmal 2 Prozentpunkte dazu gewonnen. Das ist wirklich sehr überraschend, dass man auf diesem hohen Niveau, in dem schon die FPÖ war, noch einmal 2 Prozentpunkte dazugewinnen konnte. Dann die ÖVP erholt sich, plus 1%. Also das ist ja auch immerhin für die ÖVP ein gutes Zeichen, dass man nicht mehr weiter im Sinkflug ist. Und, naja, das überrascht uns jetzt beide nicht, nach dem, was alles schon vorgefallen ist, die SPÖ minus 2%. Also die öffentliche Kamikaze-Aktion, die man da sich liefert und sich gegenseitig ausrichtet, wer noch schlechter ist als Parteichef, die dürfte dann doch nicht so erfolgreich sein. Man kommt mit den Sachthemen kaum durch. Es wird nur darüber berichtet, was Hans-Peter Doskozil über Randy Wagner sagt, was Randy Wagner über Christian Kern sagt, was Christian Kern zurücksagt, was Andi Babler dann noch einmal dazu sagt. Und das nervt nur mehr alle. Es ist eine Nabelschau und es ist schon peinlich irgendwie. Ja? Also jetzt läuft diese Mitgliederbefragung noch bis 11. Ja, und ich glaube auch wenn es dann einen Sieger gibt bei dieser Mitgliederbefragung, die verloren haben bei dieser Mitgliederbefragung, die werden dann auch Karo geben, die werden dann auch weitermachen. Und es ist schon jetzt ein bisschen bei mir Mitleid für die Parteichefin, weil die hatte schon seit 2018 diese Diskussion am Hals, war ja im Sommer des Vorjahres, wir erinnern uns, die SPÖ bei 30%, dort wo jetzt die FPÖ ist. Und das hat sich komplett gedreht. Man hat es wirklich geschafft, dass man eine Partei, die ganz gut unterwegs war, minus 7 Prozentpunkte runterbringt, also ein totaler Absturz. Und ja, und da sind wir noch bei den Neos und bei den Grünen im Keller, da haben wir 9 Prozentpunkte, also 9%, 1 Prozentpunkt weniger bei den Neos, beide unter 10%, beide nicht mehr zweistellig. Also das zeigt auch, man ist mit diesen Grünen nicht mehr zufrieden. Man hat hier ein Problem mit denen. Wir haben jetzt wieder eine Österreicher Beschimpfung durch Werner Kogler gehabt. Also sind alles Klimawandelleugner, die die FPÖ wählen. Naja, 30%, die den Klimawandel leugnen. Hoppala, da sollte man mal dann langsam mal ansetzen mit der Aufklärungsarbeit. Aber das ist natürlich das wirklich Schlimmste für eine Partei, wenn man die eigenen potenziellen Wähler beschimpft. Neos war es genauso. Da hat es ja auch geheißen, der Corona-Zeiten, alle, die da anderer Meinung waren oder die vorsichtiger waren oder die Impfung kritisch gesehen haben, die braucht man nicht. Naja, also bei 9% wäre ich nicht so groß dran. Dann hat man sich noch in der Neutralitätsdebatte total verrannt bei den Neos und gegen, wir kennen das von der INSA-Umfrage, der Meinung von 84% der Österreicher gesagt, naja, ein NATO-Beitritt wäre schon toll. Puh, ja, also dann hat man halt diese Ergebnisse dann. Und ich befürchte, wenn das jetzt so weitergeht in dieser gesamtpolitischen Lage in Österreich, dass sich da auch wenig ändert. Ja? Und also die SPÖ tut alles mit diesem Selbstzerfleischungskurs. Da kann sich der Herbert Kickl jeden Tag ein Champagner aufmachen und eigentlich bräuchte er gar nicht mehr recht viel sagen. Und zweitens natürlich die ÖVP, die kann hoffen, dass sie auch aufgrund dieser Schwäche der SPÖ weiter dazugewinnt. Die zwei sind jetzt gleich auf.
Und ja, also es geht sich nicht einmal eine große Koalition aus. Mhm. Das ist ja auch, also man muss sich das überlegen, 46%, also bräuchte man dann noch die Neos oder die Grünen dazu, damit sich da überhaupt ein Regieren ausgeht. Mhm. Und ja, die FPÖ ist bei 30%. Und wenn, und das sage ich jetzt einmal so, ich bin kein Meinungsforscher, aber wenn man noch weiter so fuhrwerkt mit dieser OF-Reform, wo die Österreicher gezwungen werden sollen, bei Androhung einer 2.180-Euro-Strafe hier für den ORF weiterzuzahlen. Und wenn man das nicht bezahlt, die Strafe, dann gibt es Gehaltsexekution, dann gibt es Ersatzarrest. Wenn das so weiterläuft, dann wird die FPÖ noch weiter steigen. Logischerweise, wer wählt denn eine Partei, die mich ins Gefängnis werfen will, wenn ich nicht für Homer Simpson zahlen will? Also das ist ja logisch, das wählt ja keiner. Also man hat hier da sicher ein Problem, wenn man hier auf manchen Themen am Kurs bleibt. Und natürlich auch, Riesenthema, da kommen wir heute noch dazu, die Klimakleber. Also da fordert ja die Mehrheit der Österreicher eine wesentlich härtere Strafe schon. Das kommen wir dann zum Ergebnis. Und die Regierung sagt da auch mit der grünen Justizministerin, nein, nein, das passt alles so. Das ist überhaupt nicht abschreckend. Die picken ja jeden Tag die gleichen wieder. Die sind ja schon kleine Stars, die Klimaschakierer und wie sie alle heißen. Die genießen dieses Rampenlicht. Und wenn ich keine große Strafe zu befürchten habe, wenn ich tausende Autofahrer täglich nötige, im Stau zu stehen, naja, dann werde ich es die nächsten Wochen auch noch weitermachen und wir werden recht viel Freude haben mit denen noch im Sommer. Da gab es ja auch eine Ökofirma, die auch die Strafen hätte bezahlen wollen, aber wir sprechen dann später über die Grünen. Genau, sprechen wir über die Klimakleber und die Grünen dann später. Noch einmal zur Sonntagsfrage, absoluter Hammer, 30%, also das ist schon plus 2 Prozentpunkte dazu und die ÖVP erholt sich auch auf 23%, da hat sie auch schon mal so ausgeschaut. Ich kann mich noch erinnern, vor 2-3 Monaten, dass die ÖVP fast unter diese 20% kippt, unter diese wirklich wichtige Marke. Und jetzt ist man gleich auf mit einer SPÖ, die eigentlich immer weit voraus war. Vielleicht sprechen wir ganz kurz über die Landtagswahl in Salzburg, denn die blau-schwarze Koalition ist ja quasi fix. Die SPÖ ist ins Out geschossen worden, beziehungsweise die war gar nicht offen dafür. Ja, und das ist ja wieder auch ein Punkt, warum die SPÖ derzeit immer mehr an Popularität verliert. Man hat sich in Niederösterreich rausgeschossen aus der Regierung, schon vor, bei Beginn der Verhandlungen gesagt, naja, nur zu diesen Bedingungen. Ja, wenn ich in so ein Verhandlungssystem einsteige, ja, dann kann ich nicht schon vorher abstecken, was absolut sein muss. Also da richte ich das nicht meinem möglichen Koalitionspartner über die Medien aus, sondern rede mal ganz in Ruhe mit ihm. Ja, das Gleiche haben wir jetzt erlebt in Salzburg. Weil logischerweise muss Wilfried Haslauer, der ÖVP-Landeshauptmann, dann mit der FPÖ eine Koalition bilden, wenn die SPÖ sich so querlegt. Und jetzt haben wir 3 Bundesländer und manche Links-Twitteranten kollabieren ja schon fast. 3 Bundesländer, die schwarz-blau regiert werden. Oberösterreich, ja, dann Niederösterreich, hat es die große Aufregung gegeben. Ich habe nicht ganz verstanden, warum in Oberösterreich keine Aufregung, Niederösterreich schon eine Aufregung. Und jetzt gibt es wieder eine Aufregung mit Salzburg und Schwarz-Blau. Wir leben ja auch in einer Demokratie. Man sollte ja auch dieses Ergebnis akzeptieren. Ich weiß nicht, warum man sich da immer so querlegen will. Und mein Ratschlag da an alle Parteien, also man kann es ja besser machen. Ja? Weil es ja auch immer heißt, die FPÖ und ihre rechten Themen. Ja, warum macht man es so, dass das überhaupt zu rechten Themen wird? Teuerung ist eigentlich kein rechtes Thema. Das ist ein Thema der Sozialdemokratie eigentlich. Neutralität wäre für ÖVP und SPÖ auch ein Riesenthema. Dann natürlich auch die EU-Sanktionen. Ja, das kann man auch kritisch hinterfragen, wenn man ÖVP-Politiker ist, ob das wirklich so viel Sinn macht für die Wirtschaft in den nächsten Monaten. Und natürlich dann auch die Asylfrage, die sehr, sehr viele Menschen wurmt. Weil da haben wir ein Problem in Österreich und alle, die sagen, es gibt kein Problem, die lügen einfach und das nimmt man einfach niemandem mehr ab, der sagt, alles ist Palette mit der Zuwanderung. Wir haben einen Machetenmord mitten in Wien mit einer Scharia-ähnlichen Hinrichtung. Dem armen jungen Algerier sind die Arme und Beine abgehackt worden. Das mitten in einer Großstadt, Millionenstadt in Europa. Dann, wir haben immer Messerattentate, wir haben Vergewaltigungen. Natürlich haben wir ein Problem mit dieser Zuwanderung und gibt es auch nur eine Partei, die sich das noch traut zu thematisieren, das ist die FPÖ. Naja, wenn sie jetzt 3 andere oder 4 andere Parteien immer verschweigen wollen, dieses Problem und gar nicht angehen wollen, na, wen wählt man? Natürlich gibt man denen das Vertrauen dann,
die da halt unbedingt was ändern wollen und auch relativ glaubwürdig das verkaufen. Ich wollte gerade sagen, da darf man sich dann eigentlich gar nicht wundern, wenn das passiert. Ja, also die ÖVP kann noch dazu gewinnen, logischerweise, weil man hat ja hier jetzt auch erkannt bei Karl Nehammer, auch bei Innenminister Kahner, dass jetzt schon erkannt worden ist, wie ernst die Lage ist und dass man auch sagt, wir sind auch dafür, dass hier jetzt wieder Law and Order gilt. Also wir wollen auch wissen, wer zu uns kommt. Wir schauen uns da auch an, wie wir die syrischen Staatsbürger, die derzeit bei uns sind, wieder nach Damaskus bringen können. Da haben wir ja auch beim Express Videos gezeigt, das ist ein Party-Nightlife in Damaskus und bei uns sind die als Asylwerber. Also das geht sich bei mir nicht aus und bei vielen Österreichern auch nicht mehr, dass man die hier in Österreich verköstigt, verpflegt, beherbergt und daheim sind die Straßencafés voll und absolute Friedenssituation. Das passt einfach nicht. Man hat ja auch gesehen bei Bundeskanzler Karl Nehammer, dass das Asylthema auch sehr, sehr wichtig ist. Er war ja auch vor kurzem bei Giorgia Meloni und großes Thema war natürlich Asyl und Migration. Also sprich, er ist auf dem richtigen Kurs. Ja, da kommen wir schon zur nächsten Frage, würde ich sagen, zur Kanzlerfrage. Im Gegensatz zu anderen Umfrageinstituten ist bei uns Karl Nehammer weit vorne bei 25%, gewinnt plus 1 Prozentpunkt dazu. Also das ist wirklich auch eine gute Leistung für ihn. Da ist natürlich seine Initiative und sein Fleiß, den er an den Tag legt, er sagt, ja, ist ja wirklich voll eingedeckt mit Terminen, das zeigt sich natürlich schon mittel- und langfristig, dass das auch honoriert wird. Ja. Also man ist weg von einem Showkanzler. Wir haben ja das auch bei der Sozialdemokratie erlebt, die sich gerne fotografieren haben lassen in ihren Slimfit-Anzügen. Oder im Büro. Also, oder in Büros. Also das, oder beim Pizza-Ausliefern kennen wir auch noch. Also wir haben jetzt hier einen Kanzler, der legt auf sowas überhaupt keinen Wert. Ja. Will hier arbeiten, will mit Arbeit punkten. Und das ist langfristig natürlich schon ein Erfolgsprogramm. Wird sich zeigen, ob sich das ausgeht, wenn jetzt im wahrscheinlich nächsten Frühjahr schon gewählt wird, das kann durchaus sein, oder dann spätestens nächstes Jahr im Herbst, das ist auch nicht mehr so lange, das sind 1,5 Jahre. Er hat ja auch den Covid-19-Aufarbeitungsprozess initiiert, das heißt, er befasst sich wirklich mit den Themen der Bevölkerung. Es ist ihm bewusst, was da schwelt in der Bevölkerung. Es gibt noch so viele unzufriedene Menschen, die sagen, na so kommt es bei ihr jetzt da nicht weg. Ja? Also mit einem, naja, wir hätten einiges besser machen müssen, aber es ist nicht so schlecht gelaufen. Und im Nachhinein ist man immer gescheiter. Also das wollen die Menschen nicht. Und viele wollen auch einen Untersuchungsausschuss und wollen auch das ausgearbeitet. Aber da kommen wir auch dann später dazu. Ja, vielleicht schauen wir uns das Ergebnis an. Ja. Der Kanzlerfrage nochmal. Wir haben ja die 34%, die keinen von denen wählen würde. Ja, also sagt auch einiges darüber aus, über die Spitzenkandidaten. Aber ja, viele Leute sind halt überfragt oder hoffen, dass noch bis zur nächsten Wahl ein anderer Spitzenkandidat kommt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch Überraschungskandidaten, vielleicht auch bei der SPÖ. Aber schauen wir uns von einer Partei zur nächsten an. Karl Nehammer hat plus 1 Prozentpunkt auf 25%. Herbert Kickl minus 1 Prozentpunkt auf 19. Woran kann das liegen? Ja, wir haben die Umfrage, ich habe mir den Zeitraum genau angeschaut, 2. bis 4. Mai. Ist abgefragt worden. Und da hat man schon diese Bierzeltrede von Herbert Kickl auch dabei gehabt. Also da wissen die Leute, wie er da gesprochen hat. Das war schon sehr deftig. Also auch sein Vorredner Manfred Heimbuchner hat ja gesagt, da werden wir dem ORF die Wahlen für richten. Und also das war schon sehr, sehr hart, extrem aggressiv. Vielleicht kommt das bei den Menschen nicht so gut an. Aber Herbert Kickl spielt ja mit dem. Ja. Also einmal der extrem harte im Bierzelt, dann im Interview, ich habe ihn auch hier bei uns im Studio schon gehabt, sehr elegant, hart im Thema, aber sanft in der Formulierung. Und das kann er natürlich und wahrscheinlich dosiert er da und spielt hier mit den Wählern und mit den Österreichern etwas. Ja, ja, wir sehen, bei der großen Parteifrage hat er ja 30% derzeit. Also das ist schon durchaus ein Weg, wo man Erfolg haben könnte, auch längerfristig. Und dann sind wir bei der SPÖ. Pamela Rendi-Wagner, die bleibt gleich bei 15%. Hat offenbar selbst als Person keinen Schaden genommen. Ich habe das aber auch gedacht bei ihrer Rede am 1. Mai, wie ich das so mitverfolgt habe. Naja, es war jetzt nicht jetzt sensationell, oder, wo ich mir gedacht habe, wuh, Wahnsinn. Mhm. Aber es war gut. Es war überzeugend, es war mit Emotion und
vielleicht wächst sie noch hier unter Druck, ja, den ihre eigenen Parteifreunde so erzeugen. Das muss man sich ja auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass die eigenen Parteifreunde und Genossen sie da so unter Druck setzen. Aber vielleicht wächst sie da noch an dieser Position und kann hier wesentlich mehr punkten. Also jetzt dabei bleibt es einmal gleich bei 15 Prozentpunkten. Und das könnte ja durchaus einmal stabil sein und für die nächste Monat, im nächsten Monat sehen wir das ja, wie es weitergeht. Genau, ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, wie die Mitgliederbefragung ausgehen wird. Ja, von der Kanzlerfrage kommen wir jetzt zu einer Partei, die jetzt sehr oft, zumindest bei uns auch oder bei sehr vielen, im Gespräch ist. Ja. Da gibt es viele Themen, die wir aufgreifen können. Zum Beispiel angefangen mit den Drag Queens, die zum Beispiel bei einer grünen Justizministerin waren und eine hohe Forderung bekommen haben. Wir haben hier wirklich eine klare Mehrheit in Österreich, 55%, die die Grünen nicht mehr in der Regierung haben wollen. Also die sagen, ich will sie in keiner Konstellation haben, also weder Grüne mit SPÖ, Grüne mit ÖVP, Grüne mit irgendjemandem, ich brauche sie nicht mehr in der Regierung. Also und nur 29% sagen, ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn die wieder in der Regierung wären. Also man kann das jetzt nicht umsetzen, 29% hätten dann auch sicher die Grünen gewählt, also da muss man vorsichtig sein. Es ging um die Frage, sollten die Grünen ihrer Meinung nach an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein? Und da haben wir klar 55% Nein. Ja? Also das Experiment mit den Grünen läuft wirklich alles andere als gut. Stammgast bei uns in unserer Morgenshow ist ja immer Leonore Gewessler, die uns seit Monaten verspricht, dass die Abhängigkeit vom russischen Gas beendet wird und wir nach wie vor 80% des Gasbedarfs aus Russland beziehen. Dann hat sie uns versprochen, dass mit dem Klimabonus, das haut perfekt hin, dann ist dann Tote ausgeschickt worden an Asylwerber, die beziehen. Gefängnisinsassen kriegen den Klimabonus. Na, wirklich grandios gelöst alles. Dann hat sie uns gesagt, wir sollen bitte in den Büros nicht über 19 Grad heizen wegen dem Gas und dass wir da sparen, damit wir da brav sind. Naja, bei ihr ist über 21, 22 Grad geheizt und im eigenen Ministerium hat der Express nachgemessen. Also das sind lauter so Sachen, wo man denkt, das passt einfach nicht. Dann haben wir den nächsten Pannenminister, Johannes Rauch in der Gesundheit. Er weiß nicht einmal, wie viele Betten gesperrt sind in dieser Republik, in den Spitälern. Also wir haben einen Minister, der auf Anhieb nicht einmal zu seiner Grundkompetenz eine Information geben kann. Er weiß nicht, wie viele Betten in den Bundesländern, in den Spitälern leer stehen. Er hat gesagt, er hat die Zahlen nicht bei sich. Naja, gut, nehmen wir zur Erkenntnis, es ist ihm offenbar relativ herzlich wurscht. Schauen wir mal, wie das die Wähler honorieren werden. Ja, und dann haben wir die Justizministerin, die sagt, naja, es passen die Strafen für die Klimakleber. Dann haben wir zwei Prominente, die noch frei herumspazieren und natürlich keine Prozesse haben. André Heller mit seinem Bilderrahmenprozess, gibt es keinen Termin. Florian Teichtmeister, 52.000 Dateien mit sexuell missbrauchten Kindern bei ihm gefunden worden. 100 Gramm Kokain spaziert frei herum, darf sich sogar am Spielplatz hinsetzen, kann sich seinen Laptop wieder nehmen und reinschauen, wo er will. Also das läuft alles unter dieser Justizministerin. Hauptsache, wir machen möglichst viele Ermittlungsverfahren gegen die ÖVP. Also das ist der Zielpunkt dieser Justizministerin offenbar. Und das kommt alles insgesamt extrem schlecht an. Also, und dann haben wir noch natürlich den Vizekanzler, der auch noch alle beschimpft, die die FPÖ wählen. Das sind lauter Klimawandelleugner. Naja, ein Leser hat einmal geschrieben, er ist ein Asylzuwanderungsleugner. Also, also das kann man natürlich immer sich vorwerfen. Und dann kommt auch gleich die Nazi-Keule, wenn man nicht brav das sagt, was die Grünen wollen. Also wir haben hier eine Situation, das ist durchaus berechtigt. Und schauen wir uns jetzt noch eine Abgeordnete an von den Grünen. Die hat noch einmal das Tüpfelchen auf dem i geliefert. Eva Blimlinger, die ja uns immer da total ins Visier nimmt von Mexpress. Ich will einmal vor der eigenen Haustür kehren. Und schauen wir uns einmal an, was die geliefert hat. Die hat bei einer Rede über die Wiener Zeitung tatsächlich einen Mauthausen-Vergleich und einen Nazi-Vergleich untergebracht. Aber schauen wir uns das einmal noch an. Ich bin gespannt. Und noch ein Wort zum Schluss. Es ist heute der 27. April. Und vor 78 Jahren haben sich KPÖ, ÖVP, SPÖ und einige Unabhängige im Wiener Rathaus zusammengefunden, um die Unabhängigkeitserklärung zu unterzeichnen. Mauthausen war zu dem Zeitpunkt noch nicht befreit, aber Wien war durch die Rote Armee befreit. Und wie
dieser Neuanfang war, genauso ist es heute mit einem Neuanfang für die älteste Tageszeitung der Welt, so leid es mir tut. Es ist ein Neuanfang, es ist ein Weg in die Zukunft. Puh, also eine Hammeraussage. Hammeraussage. Also man hat ja versucht, das zu interpretieren, was Frau Blimlinger so mit dem Ende der Nazi-Schreckensherrschaft in Wien mit der Wiener Zeitung verbindet. Und man ist nicht ganz draufgekommen, was sie jetzt wirklich meint. Sie hat sich dann entschuldigt für diesen peinlichen Vergleich und dann auch noch Mauthausen, das Konzentrationslager, reinzubringen bei einem medienpolitischen Thema. Also absurd ist, was da vorgefallen ist. Naja, dann wundert es eigentlich niemanden mehr, wenn man die Grünen nicht mehr in der Regierung haben will. Aber, großes Aber, diese Abgeordneten, die haben noch immer die Möglichkeit, über den Express zum Beispiel herzuziehen, ja, uns anzugreifen. Und das ist schon bedenklich in einer Demokratie, wenn hier Abgeordnete ihre persönlichen Ressentiments einbringen in die Medienpolitik. Mhm. Das ist eine gefährliche Tendenz. Ja, da gibt es ja noch eine andere Grüne, die ja sehr für die ORF-Steuer ist. Die Rede ist von Sigi Maurer. Vielleicht sprechen wir kurz über sie. Das ist natürlich auch ein Punkt, das den Grünen momentan nicht wirklich hilft. Viele Österreicher sind on fire, ja, wegen dieser neuen ORF-Steuer, die ab 01.01.2024 gelten soll. Und die Grünen wollen das unbedingt durchziehen noch in ihrer Regierungszeit oder Mitregierungszeit. Das kommt auch ganz schlecht. Ja. Also der ORF wird einzementiert, dass sie eine Zusatzfinanzierung kriegen. 710 Millionen Euro fix von unserem Steuergeld, Jahr für Jahr. Das ist eine deutliche Steigerung des jetzigen Beitrags. Dann wird die GIS abgeschafft durch ein anderes Gesellschaftskonstrukt abgelöst. Diese Gesellschaft darf private Inkassofirmen dann beauftragen, um unsere alle österreichischen Steuerzahler abzuzocken mit 183,60 Euro. Die muss man dann zahlen, ob man will oder nicht. Und das Beste ist ja, ich bin ja nach wie vor erstaunt, dass die Wirtschaft das alles so hinnimmt. Die großen Betriebe in Österreich, also die, die Lohnsummen von 90 Millionen plus auszahlen, das sind 2.000, 2.500 Betriebe in Österreich, die müssen 18.000 Euro ORF-Gebühr pro Jahr zahlen. Also das ist unfassbar. Wenn jetzt der XX Lutz jetzt, jetzt diese ORF-Steuer tatsächlich für ihn schlagend wird, ab 01.01.2024, dann wird XXX Lutz oder die Porsche Holding oder andere große Betriebe, die OMV, die werden dann in 10 Jahren den ORF 180.000 Euro überweisen. Für das, dass sie vielleicht einen Fernseher drinnen hängen haben, irgendwo in der Firma, oder dass sie vielleicht am Laptop oder am Handy irgendeinen Streamingdienst des ORF in Kauf nehmen könnten. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ein Leser hat letztes Mal geschrieben, er versteht das überhaupt nicht, warum er für den ORF zahlen soll. Es interessiert der ORF überhaupt nicht. Er findet diese linkslastige Berichterstattung jenseitig, er findet die anderen Themen auch nicht so prickelnd, dass er sich den ORF nimmt und dass er sich den ORF reinzieht. Es ist für ihn so, wie wenn er als Radfahrer jetzt eine Autobahnvignette kaufen muss. Ja? Wollte gerade sagen, böse Zungen würden behaupten, sie fördern den ORF, damit sie die Berichterstattung ein bisschen lenken können. Genau. So, und wir kommen wir noch zur nächsten Frage. Genau, Corona-Untersuchungsausschuss. Ja, da sind wir eher überrascht, dass es hier einen Gleichstand gibt, 40-40, dass man hier sehr gespalten ist. Ich kann mir vorstellen, die dagegen sind, da werden auch vielleicht welche dabei sein, die sagen, wir haben jetzt so viele Untersuchungsausschüsse erlebt, das bringt eh nichts. Ja? Wir haben keine Lust mehr. Also die lassen wir das. Also so geht es nicht, so kann man das nicht abhandeln. Und natürlich 40%, die sagen, sie wollen einen Untersuchungsausschuss. Das ist bei 9 Millionen Österreichern auch nicht wenig. Also da sind wir schon bei einer Dimension, die schon also die beiden Regierungsparteien zum Nachdenken bringen sollte. Ja, wir verscherzen uns da wieder mit einer großen Gruppe, die eine Aufarbeitung will dieses gesamten Themas. Also was bezahlt worden ist, wie die Entscheidungen getroffen worden sind, wer die Experten waren, auf die wir uns verlassen haben, warum manche Verordnungen auch veranlasst worden ist, warum wir zum Beispiel absolut hirnrissige Verordnungen erlassen haben, dass man sterbende Angehörige nicht mehr besuchen durfte oder im Freien 2 Meter Abstand halten sollte. Das gehört natürlich aufgearbeitet und selbstverständlich dieses ganze Impfstoffthema. Ja. Also wir haben
Millionen von Dosen an Impfstoff noch gehortet und weiterbestellt. Und das alles gehört auf den Tisch. Ich wollte gerade sagen, und wie die ganzen Impfverträge aussehen. Und wir kommen jetzt zu einer sehr spannenden Thematik. Ja. Wir sprechen über eine kleine Gruppierung, die die Österreicher auf die Nerven gehen, fast tagtäglich, nämlich über die Klimakaoten. Ja, also da haben wir heute mal umfragen lassen, wie die Situation jetzt ist, was die Österreicher davon meinen, ob die Strafen angemessen sind oder ob sie weit härter zu bestrafen sind, damit das Ganze einmal auch ein Ende findet. Klare Mehrheit, 64% der Österreicher sagen, man muss härter bestrafen, 23% sagen, nein, es passt schon so. Also man sieht, die Geduld ist am Ende. Es ist nicht mehr lustig, man hat das jetzt eher ein paar Wochen mitgemacht, man hat sich das auch angeschaut. Es ist immer das Gleiche, was es dem Klima helfen soll, dass die Autofahrer noch länger im Auto sitzen bei laufendem Motor. Ich weiß es nicht. Ja. Rettungsautos werden blockiert, die Polizeieinsätze kosten eine Menge Geld. Ja. Und es sind immer wieder die gleichen Typen. Manche haben, ich habe es halt schon gesagt, so diesen Sternchenbonus, Klimaschockierer und andere, die sich da immer dann fotografieren lassen und filmen lassen und interviewen lassen. Also es ist jetzt einmal gut. Wir wollen einfach unseren täglichen, normales Arbeiten, wollen wir einfach wieder haben. Wir wollen nicht dauernd genervt werden, dass wir irgendwann im Stau stehen, schon wieder in der Früh. Vor allem nicht mutwillig. Ja? Also da werden ja tausende Autofahrer täglich genötigt, von einer kleinen Gruppe, oft sitzen ja nur mehr drei, vier irgendwo. Und ich frage mich, gehen Ihnen überhaupt die Leute aus, die da noch mitmachen? Naja, vielleicht in der Sommersaison ist dann wieder angenehmer. Ich glaube, es reicht jetzt langsam, die hatten ihr Time to Shine. Und da gibt es ja wieder eine grüne Ministerin, die sich querlegt für die härteren Strafen gegen die. Ja, Alma Zadisch sagt, das passt, wie es ist. Ich glaube eben, da müsste man schon ein bisschen mehr Gespür entwickeln, was die Österreicher wollen. Bei unserer Umfrage kommt klar raus, 64% sind für härtere Strafen. Also jede Regierung ist gut beraten, ein bisschen auf die Bevölkerung zu hören und nicht ihr eigenes Ding da durchzuziehen. Irgendwann kommen Wahlen und, so wie es in Salzburg passiert ist, der Wahltag ist eben Zahltag. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Lieber Richard, unsere Sendezeit ist leider vorüber. Vielleicht noch kurz anzusetzen. Die Klimakaoten durften auch beim 1. Mai-Aufmarsch bei der SPÖ mitmarschieren. Liebe Zuseher, die Sendezeit ist vorüber. Hinterlassen Sie uns gerne Ihre Meinung dazu zu verschiedenen Themen auf express.at und wir freuen uns natürlich auf ein nächstes Mal.